Was sagt dein arischer Junge? Heil Hitler! Mach den Nazi fertig! Jawohl. Diese Schule ist der komplette Schrott und voller Schuchteln! Cool! Eine Schlange! Ich wollte eigentlich eine Feder fliegen lassen. Oh Gott! Ich liebe sie! Ach, verpiss dich. Ich entferne die Schlange. Erlauben Sie, Professor Snape. Ich mach das schon. Chisel mal, Chisel! Als würden sie eine ganz andere Sprache sprechen. Hallo, ich bin Harry Potter. Wie geht es dir? Konnichiwa. Hola. Bonjour, je m'appelle Harry Potter. Ça va? Très bien. Et toi, comment ça va? Bien. Tu veux une baguette avec fromage ou avec des pommes? Je vous plaît, mes affaires du français à la maison. Quel est ton numéro de téléphone? Non. Est-ce que vous pouvez parler mon suite, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe! Was war das? Was für ein Spiel ist das? Was willst du denn von mir? Wer bist du überhaupt? Statist Nummer 27? Um nachdenklich auszusehen, stellt mir eine schwierige Matheaufgabe. Seit wann kann Harry so gut Französisch? Harry, bleib mal stehen! Harry, jetzt hör mir doch mehr zu! Was zum Teufel war das gerade? Wieso, was? Du hast mit einer Schlange gesprochen. Ja, na und? Wieso? Ich kann das. Habe ich erst neulich im Zoo gemacht. Neulich vor einem Jahr. Na, was ist denn daran bitte so schlimm? Ich rede mit allen Tieren, mit denen ich reden will. Ja, mit Elefanten und mit Ameisen und mit Ziegen und Harry, mit jetzt halt mal die Klappe. Es geht nicht daran, dass du mit Tieren redest, sondern eine andere Sprache gesprochen hast. Wieso denn eine andere Sprache? Ich habe mit der genauso geredet, wie ich jetzt mit euch rede, auf Deutsch. Je suis un petit verdelé. Wie hast du mich genannt? Du hast irgend so ein Pariser Kack gelabert. Parisisch oder so. Französisch. Oh Gott, ich habe Parisisch gesprochen? Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Wieso kann ich plötzlich eine Sprache sprechen, von der ich gar nicht weiß, wie sie geht? Mal ganz davon abgesehen, dass es Französisch ist und nicht Parisisch, finde ich das alles ziemlich merkwürdig. Warum wollen alle Männer was von dir und warum musste Fix Pussy sterben? Warum kannst du Französisch? All diese mysteriösen Ereignisse müssen einen zentralen Grund haben. Du solltest das FBI anrufen. Ich finde das ziemlich paranormal. Der Nummer ist, glaube ich, 112. Das ist die Feuerwehr, Ron. Oh, so. Aber keine schlechte Idee. Das FBI. Wir sind Agent Mulder und Scully vom FBI. Ja, hallo, hier ist Harry Potter von Harry Potter. Und ich habe ein Problem, und zwar, ich kann mit Schlangen sprechen, und zwar auf Französisch. Tja, ich glaube kaum, dass das FBI sich mit solchen Lappalien befasst. Aber ich... Wichser. Wir sind Agent Mulder und Scully vom FBI. Klingelstreicher! So, das wird denn eine Lehre sein. Die Pisse. Ach, dabei wäre ich so ein toller Fall für die gewesen. Ich kann mit Schlangen sprechen, ich kann Französisch, ohne es zu merken, ich kann tote Menschen sehen. Wow. Oh Gott. Nein! Statist Nummer 27 ist tot! Mein bester Freund, wir haben doch so viel zusammen durchgemacht. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to see. Oh, ein Goldring. Na, den bewahre ich lieber für dich auf. Erst meine Pussy und jetzt Statist Nummer 27, hä? Hab ich dich gefrischert, hat ertappt, du Satanist? Nein, ich war das nicht. Nein, warten Sie, ich hab doch nur... Ich hab doch... Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Es gibt nur einen Ausweg. Ich muss meine hart trainierten Killerspinnen auf ihn loslassen. Los, krabbelt! Krabbelt ihm hinterher und tötet ihn! Hallo, nein, er ist in die andere Richtung gegangen. Nein, nicht aus dem Fenster springen, nein, böse Spinne! Ich hätte sie doch länger als einen Tag lang trainieren sollen. So, da haben wir den Übeltäter! Das war schon so. Zwei Morde in einer Woche ist zu viel, Potter. Aber ich war's nicht. Ich kann keinen Menschen töten. Okay, ich habe mehrere Male versucht, Neville umzubringen, aber das macht jeder. Komm schon, geben Sie mir eine Chance.
Das muss der Schuldirektor entscheiden. Wieso habe ich eigentlich Angst? Der Schuldirektor ist Fred Dumbledore. Das ist mein Homie. Yo, wie komme ich da jetzt hin? Sesam, tu dich öffnen! You are now entering Fred Dumbledore's Büro. Fred Dumbledore's Büro, Eingang! Komm rein, komm raus, mach dir nichts aus! Das ist Fred Dumbledore's Büro, Eingang! Fred Dumbledore's Büro, Eingang! Komm endlich rein, Mann! Hallo? Fresh Dumbledore? Komische Türklinge. Wie habe ich mir das hier ganz anders vorgestellt? Wo sind denn die Chromfelgen und die Nutten? Hallo? Hallo? Eine Taube. Kannst du Polly will einen Keks sagen? Kannst du Wall Street sagen? Wall Street? Yo! Was geht? Fresh Dumbledore. Also ihre Taube ist von ganz alleine in Flammen aufgegangen. Ich hab die nicht angezündet oder so, wie ich sonst immer mache. Ach, das ist kein Ding, Harry. Das macht überhaupt gar nichts. Denn das ist keine Taube, sondern ein Phönix. Was ist ein Phönix? Ein Phönix ist viel besser als ein Hund oder eine Katze, denn die haben nichts drauf. Und ein Phönix, er steht aus seiner eigenen Asche wieder auf. Guck dir das an, Mann. Wow. Oh, ist es nicht ein hässliches, kleines, kreischendes, nackmollähnliches Viech? Ja. Oh. Yeah. Das Lustige ist, früher habe ich gedacht, man kann alle Vögel verbrennen. Naja. Professor Dumbledore! Professor Dumbledore! Ein Junge wurde umgebracht und es war bestimmt Harry Potters Schuld. Was? Komm runter, Hagrid. Der tut nämlich nur so, als ob er mit einem befreundet ist und dann halt hinter mal deine fette Fresse, Hagrid. Natürlich macht er das. Wieso? Man kann gar nicht anders, als dich zu beleidigen, denn du bist fett und hässlich und du stinkst. Ja, aber ich bin vielleicht auch mal... Ach so, sie mögen mich also auch nicht, was? Schon okay, kein Thema. Verzieh dich! Ich werde da mal in meine fette, hässliche, stinkende Hütte gehen und heulen. Ich wusste gar nicht, dass sie Hagrid auch nicht mögen. Niemand mag Hagrid. Den habe ich nur eingestellt, damit man sich über ihn lustig macht. Ach so, So, nun kommen wir mal zu dem eigentlichen Grund, warum du überhaupt hier bist. Hast du mir irgendetwas zu sagen? Irgendetwas über Liebe? Nein, nichts über Liebe. Wirklich nicht? Nein. Oh, ach so. Verstehe schon. Das würde ja auch unsere Freundschaft kaputt machen. Ja, genau. Er wird mal mir gehören. Oh ja, er wird mal mir gehören. And it seems to me, you lived your life like a candle in the wind. Irgendetwas da draußen beobachtet uns. Es gibt außerirdische Kräfte, deren Handlungsweise wir nicht begreifen. Sind wir allein in diesem Universum unmöglich? Wenn man nur die Wunder betrachtet, die um uns herum geschehen. Die Voodoo-Priester von Haiti, die tibetanischen Zahlenkombinierer in den Appalachen, die ungelösten Geschichten aus den Geschichten aus der Schattenwelt. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.